Nur ein grauer Fleck auf der Rückseite erinnert noch an das Wachssiegel, das einst die Geheimnisse dieses alten Pergaments enthielt. Auf der anderen Seite ist ein Brief, der vor Jahrhunderten geschrieben wurde. Seine simple Schrift macht die Nachricht trotz ihres Alters leicht lesbar. Liebste Carella, unsere Reise zum Außenposten des Schattenkönigs war lang und tückisch. Trolle, Hobgoblins, Knolle, Quarz und sogar ein Gargoyle stellten sich uns in den Weg. Aber wir haben es endlich geschafft, den Küstenwegübergang zu überqueren. Wenn die Karte, die wir mit dem militärischen Vampir gestohlen haben, uns in die richtige Richtung führt, können wir nicht weit von unserem Ziel entfernt sein. Selbst wenn sich dieses Unterfangen als so profitabel erweist, wie Vikings es glaubt, ich glaube es erst, wenn ich es sehe und vielleicht noch nicht einmal dann, liegen noch viele weitere Gefahren vor uns. Der Besitz des Schattenkönigs wird niemals unbewacht sein. Uns wurde gesagt, dass wir mindestens mit Widerstand einer kleinen Armee von Untoten rechnen müssen. Aber über die mache ich mir jedoch keine allzu großen Sorgen. Außerdem erwartet uns ein Leichnam, der unter dem Einfluss des Übergeistes des Königs steht. Das bereitet mir hingegen schon einige Sorgen. Sobald wir diese Bedrohungen ausgeschaltet haben, sollte der Rest einfacher werden. Neben der Karte bekamen wir von dem Vampir noch einen Schlüssel, von dem er behauptete, dass er die Tür zum inneren Heiligtum des Schattenkönigs öffnet. Er sprach von einer Schatzkammer, die sich dort befinden soll und mit Gegenständen von großer Macht und großem Wert gefüllt sei. Ich sende euch diesen Brief in der Hoffnung, dass es euch gut geht und wir bald wieder zusammen sein werden. Aber wie bald das auch sein mag, es wird sich noch viel zu lange anfühlen. Bis dahin, Acta Calthert. Okay, und dann haben wir hier das Tagebuch. Eine Inschrift auf der Innenseite dieses kleinen Lederbuchs identifiziert seinen Besitzer als Gurn Calthert. Der Schriftzug unter dem Namen ist nur mit etwas Mühe zu entziffern. Er wurde mit der gleichen Handschrift wie Calthert's Name geschrieben und besagt in Hingebung an Dumatoin. Er wurde jedoch gewaltsam durchgestrichen und das Papier an mehreren Stellen zerrissen. Dumatoin ist ja dieser Zwergengott. Gurn Calthert schätzte seine Geheimnisse, der Großteil des Tagebucheinträges in einen komplexen Code geschrieben, den er nicht entziffern könnte. Der neueste Eintrag wurde jedoch eilig in der gängigen Sprache über die Seite gekritzelt. Muss das schnell aufschreiben, bevor die Erinnerung verblasst. Letzte Nacht, als ich schlief, berührte der Geist des Leichnams des Schattenkönigs den meinen. Er bestätigte, dass wir bald den Außenposten erreichen werden, wenn wir weitergraben. Wenn es soweit ist, werde ich zu ihm gehen und ein Ritual durchführen, das ihn vom Übergeist trennt. Im Gegenzug wird er mir geben, was ich begehre. Ich werde nicht länger in der Angst leben müssen, dass dieser Körper von Krankheit dahingerafft wird. Ich muss tief atmen und die anderen drängen, weiterzugraben, bis das, was ich so sehr verdiene, endlich mein ist. Okay, er möchte sich offensichtlich unsterblich machen. Oder zumindest immun gegen Krankheiten. So, nächste Mission, Diener ihr wiederbeleben. Steht hier nicht irgendwo? Da müsste doch dieser Riese eigentlich stehen. Steht der hier nicht? Nein. Ist der weitergegangen? Ich weiß es nicht. So, hier geht's raus. Diener ihr wiederbeleben. Ja, das ist ein wichtiges Unterfangen. Ich hoffe, das können wir im... Right. Ihm sprechen wir jetzt erstmal lieber nicht, weil wir seine Freunde hingeschlachtet haben. Das müssten wir eigentlich hier im Lager machen können. Leider haben wir, glaube ich, im Moment nicht genug Gold. Da müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen was verkaufen. Haben wir Sachen gefunden, die wir verkaufen können? Ich weiß gar nicht. Na, irgendwas können wir bestimmt verkaufen. Hallo, wo bleibt ihr denn? So, Edwin. Können wir was an Edwin verkaufen? Ich glaube nicht. Das sind Kundschafter. Die sind auch nicht zu verkaufen da. Tide auch nicht. Benz. Da unten, oder? Das schaut mir billiger an. Das schaut mir irgendwie nach einem Shop aus. Ihr seid es. Braucht ihr etwas? Ich suche nach Waffen. Habt ihr irgendwelche Rüstungen? Zeigt mir eure Schriftrollen und Tränke. Habt ihr irgendwelche besonderen magischen Gegenstände? Habt ihr ein Problem mit mir, Sir? Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Habt ihr irgendwelche besonderen magischen Gegenstände? Vielleicht kann ich euch helfen. Aha. Ja, das ist doch schön. Schriftrollenbehälter. Oh, ein Edelsteinbeutel und Schriftrollenbehälter. Oh, was ist das denn hier? Ein Munitionsgürtel. Schleuderkugeln, Wurfpfeile, cool, da kann man seine Munition reinmachen. Für 150, ja, aber wir können im Moment... Und ein nimmervoller Beutel, was ist denn das? Auch dieser magische Beutel wirkt, wie alle magischen Beutel, wie ein einfacher Stoffsack von ungefähr 60 x 120 cm Größe. Der Nimmervollbeutel öffnet sich in einem außerdimensionalen Raum und ist innen wesentlich größer als außen. Cool, da kann man Sachen reinmachen. Was man hineintut, wiegt der Beutel immer das gleiche. Das ist natürlich auch sehr cool. So, wir verkaufen jetzt erstmal unsere Sachen. Was haben wir denn hier zum Verkaufen? Sie hat nichts zum Verkaufen. Pergament, ein Euro. Also, ein Euro, sage ich schon. Hier. Tatsche und Kriegshammer. Warum haben wir die überhaupt dabei? Warum hat Creasoda die dabei? Weil wir die verkaufen wollten? Oder war das von irgendjemandem? Ich meine, wir können die mal verkaufen. Den Badenhut, ja, das könnten wir eigentlich auch theoretisch verkaufen, aber ich mach's mal nicht. So, was haben wir denn hier noch drin? Amulett des Schutzes, ein Titanit, zweimal.
Die können wir beide verkaufen. Die Amulette können wir nicht verkaufen. Die Silberkette, die Perle, der Ring, der hier zweimal. An diese Ringe verkaufen wir alles. Koralle, Granit. So. 445, das sollte auch reichen. Das sollte auch schon mal reichen. Hat er noch was zu verkaufen? Schwert der Trollenthauptung, oh ja. Sie könnte den Helm hier verkaufen. Ja, den Rest hier behalten wir. Und dieser Helm ist nicht besonders viel wert, seht ihr ja auch. Was hat er noch? Fehlgeschlagenes Phylakterium könnten wir sogar verkaufen. Die Klerikergewänder auch. Ich glaube, die Klerikergewänder können wir tatsächlich verkaufen, weil die eh keiner anziehen kann. Fehlgeschlagenes Phylakterium eigentlich auch. Die Aufzeichnungen können wir nicht verkaufen. Nicht ihm zumindest. Okay, sehr gut. Dann müssen wir jetzt schauen. Ich würde gerne diese anderen Sachen kaufen, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir... War er das? Uns geht's gut. Ich bin gewöhnlich Abenteuer. Das kennen wir schon alles, ne? Das kennen wir schon alles. Das brauchen wir nicht. Wer kann uns helfen? Ikonia? Ich glaube auch nicht, oder? Let's call it pleasure. Schließt mich an. Naja. Was bietet ihr an? Spielt ihr mit mir? Sehr wohl. In Wahrheit habt ihr nichts dagegen, dass ich haben wollen werde. Lebt wohl, Vikonia. Ich brauche eure Fähigkeiten. Lebt wohl. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Hier ist diese Kiste erstmal. Vielleicht gehen wir erstmal in diese Kiste rein. Da kann man nämlich noch ein paar Sachen abgeben. Krea hat Sachen zum Abgeben, nämlich diese Badensachen. Genau. Hier, das können wir hier abgeben. Das Pergament auch. Das Tagebuch hier auch. Genau, da sind wir nämlich zumindest ein bisschen befreiter. Hat er noch was dabei? Ich glaube, sonst hat niemand was. Doch, das hier können wir auch ranmachen. Die Goldbüste. Die müssen wir auch nicht überall mit rumschleppen, oder? Ja, die Goldbüste können wir da reinmachen. Und sonst, ja, sie kann auch... Warte mal, wenn sie das hier benutzt, ist das eine einhändige Waffe? Ich glaube schon, ne? Also wenn sie das benutzt, kann sie doch den Schild benutzen, ne? Ja, sie kann den Schild ja benutzen. Warum benutzt sie den nicht? Ist ja immer besser mit als ohne Schild. Bringt zwar nicht viel. Aber den Kriegshammer plus 2, den könnte sie... Der hat einen schlechteren ETW 0. Bessere Rüstungsklasse tatsächlich, aber schlechteren ETW 0 und schlechteren Schaden. Schadensbereich zumindest. Nee, den behalten wir einfach mal. So viel kann sie alle mal noch mitnehmen. Und was hat er noch? Diese Aufzeichnungen, die kannst du auch. Die geben wir mal Minsk. Den Thronschlüssel können wir auch Minsk geben. Ach, ja, ist ja gut. Ja, da machen wir es anders. Dann machen wir es halt auf 2 Schritte. So, das hier weg, das hier weg. Und er hier gibt ab das hier. Ja, den Rest behalten wir. So, wo ist denn jetzt der Heiler? Ist sie das vielleicht? Ich speichere mal ganz kurz, nicht, dass wir irgendwas aus Versehen triggern. Welche Dienste bietet er an? Quartiermeister Billigam kümmert sich um die Vorräte. Ich kann euch allerdings mit Klerikerdiensten behilflich sein. Die Gunst des Herrn sei bei euch. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Und zwar Tote erwecken, 800, sehr gut. Ha, Gott sei Dank. Jetzt haben wir zwar fast kein Geld mehr, aber gut. 300 haben wir noch und 300, glaube ich, reicht, um zum Beispiel nochmal so eine Tränketasche zu kaufen. Ne? Das wären Waffen. Ich schaue mir erstmal kurz alles an, was er so hat. Das Problem ist, dass wir halt nicht alles... Da gibt es auch Pfeile, das ist gut. Pfeile und Kugeln, das ist gut. Warum wir nicht gleich alles? Rüstungen? Warum wir nicht gleich auf alles zugreifen können, frage ich mich schon. Okay, Helm und so. Schriftrollen und Tränke, was hast du da Schönes? Dann werde ich mal hier bei ihr gucken, ob sie irgendwelche Schriftrollen von ihm kaufen kann. Ja, schaut mal hier, Blindheit, kalte Hände, Schmieren, das kostet auch gar nicht so viel. Weil das auch relativ einfache Zauber, glaube ich, sind. Spuk.
Taubheit, Kühlgriff. Oh, der hat echt viel dabei. Melf Säurepfeil, das wären echt interessante Sachen. Da müssen wir noch einiges an Geld sammeln, würde ich vorschlagen, oder? Wenn wir uns das kaufen können. Vampirgriff kann sie schon, ne? Genau, verlangsamen haben wir, Fluchbrechen, Fernsicht. Jetzt kommen die teureren. Elastische Kugel, andere verwandeln. Und das alles ist zu teuer, ne? Deswegen können wir das nicht. Aber das wären auch interessante Sachen. Schwere Wunden heilen. Kann das jemand anders lernen? Leider nicht. Wer kann's schon? Kritische Wunden heilen. Das ist noch besser als schwere Wunden heilen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann Stufe 5 und das andere Stufe 4, oder? Ja. Okay. Sehr cool. Okay, gut. Also, das wäre das. Und dann hätten wir noch. Und das da wollte ich eigentlich hin. Besondere magische Gegenstände. Abwehrschienen und so weiter. Ring des Schutzes ist auch sehr cool. Sehr cool. Edelsteinbeutel, Schriftraumbehälter, Munitionsgürtel und Tränketasche. Und der Nimmervollbeutel natürlich. Aber der ist leider zu teuer. Aber ich würde mal sagen, Minz, du kaufst dir mal diesen Munitionsgürtel. Die Tränketasche hat Minsk ja schon. Ein Edelsteinbeutel, der war bis jetzt nie voll. Die letzten 150 Dukaten behalten wir mal. So viel haben wir ja nicht mehr. Aber es wäre interessant, vielleicht einen Edelsteinbeutel, einen Schriftraumbehälter, eine Tränketasche zu kaufen. Ja, das wäre alles interessant. Und natürlich dieser Nimmervollbeutel wäre mega interessant. So, Minsk, du kannst die ganzen Pfeile jetzt da mal reinmachen. Das ist ja hervorragend. Schaut euch das mal an. Schaut euch das an. Was ist das hier? Abwehrarmschützer, die keiner benutzen kann, ne? Das war das Problem. Genau. Das würde sie verschlechtern. Sie kann es, glaube ich, nicht benutzen. Doch, sie könnte es benutzen, aber sie hat ja selber, glaube ich, schon Armschützer. Gut. Das heißt, den Truhenschlüssel und die Abwehrarmschützer können wir auch noch wegpacken. Warum haben wir das denn nicht gemacht? Machen wir das mal. So, also. Die Armschützer und das können wir auch noch wegpacken. Dann hast du noch einige Pfeile, die kannst du weitergeben an Minz. Der hat sich da ja jetzt etwas. Genau. Dann können wir die immer wieder auspacken. Das ist schön. Eine Getränketasche hat er auch. Da könnten wir eigentlich die ganzen Tränke hier reinmachen. Aber ich glaube, ich mache das mal lieber so und das lieber mal so. Und den Heiltrank könnten wir da reinmachen. Ja, warum eigentlich nicht? Dafür haben wir das ja. Ja, ein paar Tränke möchte ich. Das können wir auch Minz geben. Ah, das geht da nicht rein. Stimmt, das geht da nicht rein. Das muss irgendein Questgegenstand sein. Absorptionstrank aber können wir da reinpacken. Sichtbarkeitstrank, Heiltrank. Okay. Die Nähe hat ja jetzt gerade nichts. Das können wir da reinpacken. Was hast denn du noch Schönes? Die Munition könnten wir auch wegpacken, aber das passt, denke ich. Da müssen wir sowieso wahrscheinlich bald mal Munition kaufen sogar. So. Sie soll die Munition ruhig behalten. Was ist denn das eigentlich hier, ne? Ich glaube, mit dem können wir auch identifizieren. Und hier steht dreimal täglich. Und dreimal täglich heißt für mich, dass das jeden Tag sich wieder regeneriert. Wahrscheinlich, wenn wir selber schlafen, oder? Dann kommt das wieder zurück. Das ist der Spiegel, den wir suchen sollten. Ja. Und das ist doch interessant. So, ich sortiere hier gerade mal ein bisschen. Trank der Meister, Diebeskunst. Behält sie mal in der Hand. Heiltrank, okay. Gut. Sehr schön, dann haben wir uns gesammelt und alles Mögliche gefunden, was wir gesucht haben und gehen jetzt zurück in die Höhle. Weil Dina muss ja noch heilen. Ja, das muss man natürlich auch noch machen. Sie kann jetzt so nicht rumlaufen. Haben wir noch irgendwelche Zauber? Ich muss mal gucken. Ich meine, sonst können wir... Oh, da kommt ein Elch. Sonst können wir rasten. Ich meine, wir müssen eh rasten, weil unsere Zauber sind ja alle erschöpft. Wir müssen eh rasten, aber ich werde sie trotzdem schon mal kurz heilen. Dann hoffe ich, dass wir diese Höhle bald mal demnächst erledigt haben. Ne? Das ist ja schon wirklich eine sehr langwierige Geschichte jetzt inzwischen. Da müssen wir doch auch mal zu einem Ende kommen.
So, hast du noch Heilzauber? Ja, zwei Stück. Dann heil doch mal bitte Dina hier, bevor sie dann gleich wieder stirbt. Weil irgendwann kriegen wir ein Problem mit unserem Geld. Gut, hat sonst noch irgendjemand Zauber? Sie selber ja, aber sie selber hat, glaube ich, keinen Heilzauber, ne? Nee. Minsk, nein. Du, glaube ich. Nein, du auch nicht mehr. Okay, das heißt, wir sind wirklich... Keiner hat meinen Heilzauber. Wahnsinn. Dann speichern wir mal. Gehen hier rein. Stimmt, dann sind wir jetzt erst hier im ersten Stock. Dann müssen wir hier lang gehen, ja. Gänsemarsch. Gänsemarsch, Gänsemarsch. Sie wäre ja eigentlich schneller, aber sie hängt irgendwie hier an Kreasula fest. Lustig. Okay. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was wir noch zu tun haben in diesem Dungeon da unten. Welche Bereiche wir noch nicht klären konnten. Right. Viele sind es, glaube ich, nicht. Oh, das ist jetzt offen. Das ist interessant. Das ist jetzt einfach so offen. Das müssen wir also gar nicht aufmachen. Und hier muss noch ein Gebiet sein, das hier zugänglich ist. Und hier ist noch eine Tür, die dann offen ist, wenn wir dieses Rätsel lösen. Ja, das können wir für heute noch versuchen. Ich habe ja gesagt, ich habe schon eine Idee, wie man dieses Rätsel eventuell lösen könnte. Ja. Ich denke nämlich, das mit den Jahreszeiten ist gar nicht so falsch. Aber vielleicht sind wir da falsch rangegangen. So. Daumen drücken. Ja, alle ihre Sachen sind da. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, ihre Ringe hatte sie, ihre Robe, ihren Umhang, Stiefel, Kette, Armschützer. Warum hat sie denn Pfeile dabei? Die braucht sie nicht. Die können wir an Minz geben. Und dann hier ein paar Tränke. Wendigkeitstrank. Den können wir auch an Minz geben. Den kann er wegpacken. Den brauchen wir hier nicht. Dann Munition. Und Zauber. Sehr schön. Dann holst du dir noch den Restdiener hier. Ach, da war nicht mehr viel übrig. Nee, ah, das war falsch. Was hast du denn da noch? Oh, sie hatte schon noch einiges. Ah, hier ist dieses Zepter. Das können wir auch an Minz geben. Das können wir demnächst lernen. Den Vampirgriff können wir nicht lernen. Den muss sie wegpacken. Die Schleuder wollte ich eigentlich auch wegpacken. Das ist die Schleuder plus 1. Also eine Schleuder hatte sie ja. Aber sie hatte, glaube ich, noch eine zweite. Wenn mich nicht alles täuscht. Das müssen wir identifizieren. Das können wir dann auch wegpacken. Krea, das kannst du vielleicht mal machen. Schutzformel. Ah, warte mal. Dann macht sie das mit ihrem Spiegel. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ha! Schriftrolle. Schutzformel gegen Gifte. Dann schauen wir mal, der Spiegel hat jetzt... Da steht immer noch dreimal täglich. Ah ja, es stehen zwei. Okay, dann bin ich gespannt, ob sie das wieder auffüllt. Aber so ein Spiegel zum Identifizieren, das wäre natürlich schon ziemlich cool. Wenn wir den behalten dürften. Aber den müssen wir leider wieder abgeben. Das ist das Problem. So, es ist noch ein bisschen was hier. Nämlich nochmal eine Schleuder. Genau, da ist die zweite Schleuder. Die ich dann eigentlich oben auch abgeben wollte. Na gut. So, Minsk, du hast jetzt dieses Ding. Und das werden wir dann mal unten einsetzen. Genau. Da werde ich vorher aber rasten, weil ich möchte ungern... Weil ich weiß nicht, was passiert. Nicht, dass da irgendwie Monster rausspringen aus diesem Spiegel, aus diesem Brunnen hier, wenn wir das einsetzen. Kann ich mir schon vorstellen, dass das passiert. Also rasten wir mal vorher lieber. Damit wir wieder zaubern können und sie auch geheilt ist. Okay, dieses Gebiet auch. Das war nicht einfach mit diesem dunklen Schatten. Das war gar nicht so einfach. So, wir speichern und dann rasten wir. In der Hoffnung, dass wir nicht überrascht werden. Wir werden nicht überrascht. Sehr gut. Wir sind aber natürlich immer noch nicht geheilt. Das heißt, wir müssen nochmal rasten. Und jetzt werden wir blöderweise überrascht. Aber diese Überraschung ist ja eine, mit der wir umgehen können. Du kannst auch hier mal, aber nicht die teuren, sondern die normalen Kugeln. Das sind die normalen Kugeln. Die nimmst du bitte mal. Genau. So. Und du auch. Watch out.
Sollten wir nicht hinbekommen. Mit unserer Fernkampfbombe hier und den auch. Minskrieg habe ich ganz vorne. Gehst du mal in den Nahkampf. Damit du auch nicht verletzt wirst. So, sehr gut. Minsk guckt sich an, ob hier irgendwelche Sachen gefallen gelassen worden sind, die interessant sind. Die ganzen Waffen könnten wir eigentlich auch nach oben tragen und verkaufen, ne? Ich meine, das bringt nicht viel, es bringt nur ein Gold, glaube ich, pro Waffe, aber bevor die hier bloß nur unnötig rumliegen, könnten wir es doch machen. Schade, dass wir den Nimmervollbeutel noch nicht haben, weil dann könnten wir natürlich wunderbar alle Sachen da reinpacken und dann verkaufen. So, nochmal schlafen.